Ja, ich bin Holger. Wir haben eine neue Funktion in den Mikrocopter eingebaut. Und mit dieser Funktion kann man Wegpunkte oder einen einzelnen Wegpunkt speichern, indem man an dem Sender nur einen einzelnen Schalter betätigt. Das heißt, man muss also nicht mehr in irgendwelchen Menüs blättern, um einen Wegpunkt zu speichern, sondern das Umlegen eines Schalters reicht. Das gleiche gilt auch fürs Aufrufen dieses Wegpunktes. Also man kann die ganze Geschichte bedienen, ohne irgendwie ein Menü aufzurufen. Jetzt will ich mal kurz erklären, wie das funktioniert. Dafür habe ich auf dem Sender diesen Schalter belegt. Und zwar mit der Funktion Wegpunkt speichern. Microcopter. Dann steht da Store Position. Und der Sender spricht einmal Microcopter. Und das betätige ich also, wenn ich einen Punkt angeflogen habe, der mich interessiert oder wo ich immer wieder hinfliegen will, betätige ich einmal diesen Schalter. Speichert er das. Dann habe ich hier die Geschwindigkeit zum Anfliegen dieses Punktes belegt. Wenn ich diesen Punkt später aufrufen will, muss ich nur den Schalter in die andere Position bringen. Next Waypoint. Dann steht da Load Position. Gut, dann will ich das jetzt mal ausprobieren. Also das wäre jetzt zum Beispiel die Position, die ich speichern will. Jetzt lege ich hier den Schalter um. Microcopter. Dann spricht er einmal Microcopter, jetzt hat er die Position gespeichert. Jetzt kann ich eine andere Position anfliegen. Hier zum Beispiel. Und jetzt lege ich den Schalter um in die Funktion Aufrufen. Danach nur noch den Hold-Schalter auf Home und die Position wird automatisch angeflogen. Next Waypoint. Hiermit kann ich, wie gesagt, die Geschwindigkeit ändern. Ist jetzt auf relativ langsam eingestellt. Waypoint reached. Gut. Jetzt fliege ich mal zurück. Das Interessante ist, dass ich die Funktion jetzt aufrufen kann, nachdem ich zum Beispiel den Akku gewechselt habe. Das heißt also, wenn ich jetzt später diese Position nochmal langsam anfliegen will, kann ich das jederzeit machen, indem ich den Schalter umlege. Das werde ich jetzt mal machen. Achtung. Calibrating. Off. So. Jetzt legen wir den Schalter nochmal um. Zum Aufrufen der Position. Next Waypoint. Und den Coming Home Schalter. GPS hold. Jetzt startet der Copter völlig autonom. Next Waypoint. Und fliegt diesen Punkt an. Ich kann noch einmal zeigen, dass wir den Punkt auch schnell anfliegen können. Also da parke ich ihn jetzt. Und jetzt fliegen wir den Punkt mit der höheren Geschwindigkeit an. Das war's im Grunde schon.